zusammen. Heute habe ich einen total spannenden Gast, Daniel Harry, Heilungsevangelist, der einen besonderen Weg geht oder auch gegangen ist, einen Auftrag hat, auch bei den Esoterikern an den Esoterikmessen dabei ist und dort präsentiert, wie Jesus heilt. Zahlreiche Esoteriker sind durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie gemerkt haben, dass das nicht nur einer der Heiler ist, sondern wirklich unser König der Könige. Du bist auch im Bereich vom Befreiungsdienst, auch ein umstrittenes Thema, Dämonenaustreibung, auch da hast du deinen Weg gemacht und hast Bücher geschrieben, die werden wir vorstellen, machst Webinare, Seminare, zahlreiche Einsätze im In- und Ausland. Und weshalb ich dich auch eingeladen habe, weil ich durfte dich kennenlernen, Daniel, als jemand, der die Geistesgaben verbindet. Oder wir denken ja oft in Schubladen, wir sagen, das ist die Geistesgabe der Heilungen. Und hier haben wir die Geistesgabe der Prophetie. Und das ist ein europäischer Ansatz, der stimmt so nicht ganz. Denn am Ende des Tages geht das Hand in Hand. Und bei dir, ich durfte eine Schulung besuchen vor einigen Jahren, um zu sehen, wie du die Leute schulst. Und du hast sehr stark verbunden, auch was sagt dir Jesus? Wie soll ich beten? Wer soll beten? Für wen soll man beten? Und da kommt genau diese Verbindung zustande zwischen dem Hören von Gottes Stimme und dem Heilen. Das ist bei dir etwas anders, sage ich jetzt mal, als bei herkömmlichen Heilungsevangelisten, die alle ihre Salbung haben. Versteht mich richtig, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es ist auch eine Frage der Berufung, eine Frage der Salbung. Und du hast in diesem Bereich eine Salbung, dass du die Leute auch sagst, dass man das Hören auf Gottes Stimme verwenden soll, um Jesus zu fragen, wie man heilen soll. Ich blende zurück. Vielleicht sagst du uns ganz kurz, wie bist du? Du kommst ja aus der Heilsarmee. Wie bist du überhaupt in diesen Bereich Heilungen gekommen? Und heute bist du anerkannter Heilungsevangelist. Aber du hast eine Geschichte hinter dir. Erzähl uns mal, wie kam es dazu? Mir ist aufgefallen bei Jesus, dass in den Evangelien immer wieder steht, ich tue nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Hm. Ich finde das eine sehr, sehr krasse Aussage über Jesus. Also er macht gar nichts getrennt von seinem Vater. Gar nichts getrennt. Also weder motivationsmäßig, weder inhaltlich. Es macht alles mit enger Verbindung. Und mir ist aufgefallen, dass früher, als Heilung für mich noch nicht so ein Thema war, wollte ich auch herausfinden, wie machen es andere Heilungsevangelisten. Und ich war da etwas schon überrascht, teilweise auch etwas schockiert. Warum? Da war jemand auf der Bühne, Saal voller Leute, und sagt, ja, Gott hat mir gezeigt, und dann wurden irgendwelche Krankheitssymptome genannt. Und ich habe gesagt, interessanter Einstieg. Ich höre aber nichts. Mhm. Wie mache ich das denn? Und so wie ich es in der Bibel verstanden habe, habe ich ja gesehen, bei Jesus steht sehr oft, er heilte viele in der Gegend oder er heilte alle. Ich habe das einfach bewundert, dass man jetzt quasi mit solchen Worten der Kenntnis, könnte man sagen, mit solchen Impulsen arbeitet. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen Weg für mich, der vielleicht gar nicht so gut Gottes Stimme hört. Vielleicht ein ganz anderer Weg. Und dann habe ich auch gedacht, Moment, wenn Jesus nur das getan hat, was den Vater im Himmel tun sieht, ich könnte es ja so machen. Ich könnte ja erwarten, dass der Heilige Geist mir Impulse gibt. Und zwar, ich muss nicht weit suchen, sondern könnte mich ja erinnern, irgendeine biblische Geschichte. Einmal hat Jesus Hand aufgelegt, das nächste Mal hat er das Fieber bedroht. Vielleicht könnt ihr ja das so machen. Und dann begann ich die Methoden mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das war so für mich der Anfang. Und das erlebst du so? Also dass der Heilige Geist redet mit uns ja unterschiedlich, aber es heißt, er erinnert uns an alles. Erinnert er dich, wenn du im Heilungsdienst bist? Erinnert er dich an die, du hast ja auch aufgelistet, du hast alle Wunder studiert, du hast, ich glaube, es gibt eine Liste von dir, wie Jesus geheilt hat, du hast das sehr genau analysiert. Wirst du vom Heiligen Geist wieder daran erinnert, das hat er gemacht mit Handauflegung
und das hat er jetzt so und so gemacht? Oder ist das einfach der Einstieg und dann fließt es und dann machst du mal? Also es ist einfach so, einerseits ist es viel einfacher, als wir jetzt denken. Andererseits hat es eine kompliziertere Komponente. Ich habe mal systematisch alle 41 Heilungsberichte inklusive Totenauferweckung analysiert in Evangelien und ich bin da auf etwa 20 verschiedene Faktoren gestoßen. Und ich habe es dann etwas gebündelt, was passt zusammen und letztlich komme ich auf 12 Heilfaktoren. Und ich habe gemerkt, je präziser, dass ich die Kenntnis habe, wie hat Jesus gemacht, und gleichzeitig mir sage, ich darf alles außer beten. Weil ich habe gemerkt, wenn wir sehr oft beten, das wird so religiös benutzt. Ja. Das heißt, Leute sagen, ja, muss ich jetzt das Ave Maria, Vater unser beten? Was muss ich? Hast du irgendein Gebet, das ich nachbeten kann? Und ich habe auch festgestellt, dass sehr oft, wenn Christen kranken Menschen begegnen und dann wollen sie beten, dass das etwas extrem Religiöses ist. Das heißt, es ist wie jemand, der sich Mut zutrinken will. Mut antrinken will und dann versucht er mit Gebet sich in Schwung zu bringen. Aber das ist viel zu kompliziert. Ja. Aber es ist doch viel einfacher, wenn ich jetzt einfach, auch wenn ich Leute schule, sage, stell einfach mal die Frage, ganz spontan, welche Heilmethoden hat Jesus angewandt? Und dann haben wir schon erlebt, vielleicht 100 Teenager, das war mal in einem Praise Camp, 100, 120 Teenager, überlegt mal so zu zweit, zu dritt die Heilmethoden von Jesus. Und dann haben sie das zusammengetragen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt möchten wir mal diejenigen bitten, die noch nie ein Wunder gesehen haben, kommt mal auf diese Seite. Die haben gedacht, sie werden jetzt dann Zuschauer, so passiv. Und ihr, die krank seid, kommt mal auf die andere Seite. Und dann haben wir gesagt, okay, also wir waren zu zweit, wir haben das miteinander gemacht. Jemand, den ich trainiert habe in diesem Bereich. Und dann dachten die, noch nie ein Wunder gesehen hatten, jetzt können sie einfach zuschauen. Also, ich werde jetzt nicht zuschauen, sondern ihr werdet Eindrücke, die ihr habt, einfach Einfälle, die spontan kommen, verwenden. Und falls ihr nicht weiter wisst, dann geht zu diesen Gruppen, die da am Boden sitzen. Das war in der Messe Basel, in einem Saal ohne Stühle. Dann fragt einfach, nehmt das als Publikumsjoker. Nehmt die Leute und sagt, sagt mal, was ihr habt. Und da war es ganz spannend, was da geschah. Ich erinnere mich noch an zwei Teenager-Mädchen, die haben da gekichert und gesagt, ja, wie hat er das mit der Spucke? Oh je. Ja, bei Jesus gibt es Beispiele, wo er Spucke benutzt, auf die Augen schmiert, teilweise noch mit Erde anreichert. Also sehr eine seltsame Art von Heilung. Ja. Und es war nicht spektakulär, aber da war so ein hübscher Jüngling, der hatte Kopfschmerzen. Und die beiden Mädchen haben da gekichert. Ja, wir hatten das mit der Spucke. Sage ich, ja. Ist okay, wenn Sie jetzt Ihre Spucke nehmen und dir auf die Stirn streichen? Ja, macht mal. Und sie ganz vorsichtig da. Und dann, die Kopfschmerzen waren sofort weg. Wow. Gut, das war jetzt nicht spektakulär, aber die haben das erste Mal sowas erlebt. Ja, genau. Und das ist eher die Ausnahme, das mit der Spucke. Einfach so. Dass man ja, jetzt nicht einfach, ganz wichtig, nicht als Standard verwenden. Genau. Und auch immer fragen, das vielleicht auch noch angebracht. Ja, Frage, kannst du rückfragen. Interessant war, dass buchstäblich alle, die krank waren, wurden geheilt. Wow. Und was auch stark war, ein Mann, der hatte, und eben, kann man nicht einfach kopieren, der hatte Diskushernie. Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, ich war nicht dabei. Das Interessante ist, wir, die wir diesen Workshop geleitet haben, wir haben nichts gemacht, sondern die Teenager haben gemacht. Und dieser junge Mann mit Bandscheibenvorfall, Diskushernie, ich weiß nicht genau präzise, aber diese Begriffe kamen vor, der hat nachher getanzt. Eine Mischung zwischen, würde ich mal sagen, Hip-Hop und Breakdance. Alle wurden geheilt. Und ich kam da auf diese Art und Weise, das so zu machen, eigentlich durch einen für mich unglücklichen Zufall.
Also deine Art, ja, so mit den Leuten direkt sie reinzuwerfen. Genau. Und nicht jetzt einfach, du benutzt die Kraft Gottes und heilst möglichst viele, sondern diese Art von Multiplikation, dass deine Salbung, könnte man ja fast schon von Salbungsübertragung, Impartation reden, in einem gewissen Sinne, oder? Weil du stößt da etwas an, aber wie bist du darauf gekommen? Einerseits mache ich das schon seit vielen Jahren, indem ich Studenten mitnehme, Theologiestudenten, mitten auf eine Esoterikmesse. Und dann haben wir da eine Uhr aufgestellt, eine Küchenuhr, nehmen die Batterie raus, mhm, und dann unten ein Schildchen, nächste Heilungsdemonstration, Beispiel 13:30 hier am Stand. Und da beginne ich in der Regel so, ich habe mir mal überlegt, wenn alle, die hier da sind, demonstrieren, was sie können. Ich will nicht demonstrieren, was ich kann, ich möchte zeigen, was Jesus kann. Mhm. Und ich habe festgestellt beim Lesen der Evangelien, also in der Bibel, dass Jesus in der Regel viele oder alle geheilt hat. Es war eher die Ausnahme, wo Heilungen nicht geschahen oder keine, mhm, Wunder geschahen. Da wusste ich, okay, ich bin in seinem Auftrag da. Mhm. Also kann ich davon ausgehen, dass er in der Regel Menschen körperlich heilt oder auch seelisch heilt oder sie auch von Neuem geboren werden, wäre nochmal ein anderes Thema. Und wenn ich ja da bin auf der Messe, um die Studenten zu trainieren, machen wir es doch einfach so. Also ich stehe jetzt da auf diesem Messestand, der ist minimal ausgestattet, also nur diese Uhr, vielleicht noch irgendwie 2-3 meine Bücher, aber das ist es eigentlich schon. Mhm. Bitte kommen Sie näher. Falls Sie Schmerzen haben oder krank sind, wir machen gerade hier eine Heilungsdemonstration. Wenn Sie mitmachen wollen, dann bitte eine Hand in die Höhe, dass Sie wollen mitmachen. Und die andere Hand legen Sie auf die schmerzende Stelle Ihres Körpers. Wenn Sie mehrere Hände bräuchten, ist auch kein Problem. Einfach mal die Hand dorthin. Okay, treten Sie näher. Keine Berührungsängste, kommen Sie etwas näher. Ich bin hier ein Repräsentant von Jesus. Und ich handle jetzt also in seinem Auftrag. Also Gott ist ja der Schöpfer und Gott selber ist Mensch geworden durch Jesus und ich bin ein Nachfolger von ihm. Ich habe das von ihm gelernt. Okay, sind Sie bereit? Seid ihr bereit? Okay, die haben Sie die Hände irgendwie an der schmerzenden Stelle, die anderen in der Höhe oder wo Sie krank sind. Im Auftrag, also in der Vollmacht von Jesus Christus, befehle ich jetzt, dass die Schmerzen gehen müssen. Wie geht's Ihnen? Und da beginnen Sie sich zu melden. Oh, danke, 50% besser. Da schaue ich mich in der Regel um und sage, hey, Benjamin, könntest du die anderen 50% übernehmen? Dann nehme ich den nächsten Studenten, jawohl, gebe ihm einen Auftrag. Und dann, okay, ah, Sie haben Knieprobleme, wie geht es? Ja, es ist nahezu gut. Also es fehlt nicht mehr viel. Gut, Anne, könntest du kommen und die... Was nicht noch fehlt, dass nicht viele übernehmen. Und da beginnen die Studenten dann dasselbe zu tun. Und dann ist es ganz spannend dann zu sehen, dass sie dann häufig das erste Mal sowas erleben, obwohl sie Theologiestudenten sind. Mhm. Und dann sind sie völlig überrascht, dass das einfach so geht, einfach so funktioniert. Und da kommt es öfters vor, dass die Studenten dann gar nicht mehr so bei der Sache sind, sondern sie wollen mal sehen, ja, wie geht es diesem Mann, wie geht es dieser Frau? Mhm. Darf ich mal kurz schauen, wo die Person ist, dann spionieren sie der nach, bis sie treffen irgendwo auf der Messe und sagen sie, wie geht es jetzt ihrem Knie? Ach, danke, super. Sind sie völlig überrascht und merken, aha, das funktioniert ja. Hallo zusammen. Es findet ein super Seminar statt. Über Heilung. Jesus heilt heute noch. Sei dabei. Dani? Ja, tatsächlich. Das ist, seit vielen Jahren bringe ich das Leuten bei, die das lernen möchten. Meine Quelle sind die Evangelien, so wie es Jesus gemacht hat. Und es wirkt bei chronischen Krankheiten genauso wie bei medizinischer Diagnose unheilbar. Wir können zwar keine Heilung versprechen, das wäre unseriös, aber wir können berichten darüber. Es ist immer und immer wieder geschehen. Und wie es Jesus getan hat, das ist lernbar, ist auch ein Auftrag für alle, die Jesus nachfolgen. Das Seminar findet in Rien bei Basel statt, von 10 bis 17 Uhr.
Und am Abend gibt es einen Heilungsgottesdienst. Es lohnt sich also zu kommen, live vor Ort. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, selbst zu kommen, dann darfst du gerne online dabei sein. Alle Infos findest du auf unserer Webseite. Genau, super wäre, wenn du kommst. Wir haben bei Basel auch für euch aus Deutschland eine große Chance. Den ganzen Tag ein Seminar, am Abend ein Heilungsgottesdienst, offen für alle. Wir erwarten Großes von Jesus und du darfst das auch erwarten. Tschüss, tschüss zusammen. Genau. Also das ist mal, so habe ich das, mache ich schon seit vielen Jahren. Und da gibt es ein Beispiel, da war, wo ich dann systematisch drauf gestoßen bin. Wir werden am Ende dieses Videos, also bleibt dran, wir werden ganz sicher für euch beten, weil ich bin überzeugt, dass das auch über YouTube funktioniert. Wir haben das erlebt, dass die Leute das Sprachengebet, das ist ein ganz anderes Thema, empfangen über YouTube. Du kannst Heilung empfangen, weil im Geist gibt es keine Distanz. Wir werden das tun am Ende. Und ich glaube auch, das Thema Wiedergeburt, wenn du jetzt das nicht ganz verstanden hast, ich denke, das dürfen wir dann auch nochmals auffassen. Unbedingt. Aber ich habe dich unterbrochen, ja. Ja, das nicht unterbrochen. Ich möchte das unterstreichen, was du sagst. Ja. 100%. Dass ich begonnen habe, das systematisch anzuwenden, war mal in einem Workshop, der wurde organisiert vom Netzwerk Schweiz, wer es kennt. Gründer Gabriel und Madeleine Hässler. Mhm. Das war in Basel ein Workshop. Und der fand statt in einem Kleintheater, im Taburettli. Ich war zeitlich etwas knapp dran. Und mir reichte es nicht mehr auf die Toilette. Also ich war dann schon quasi, ich habe einen Workshop begonnen, es waren etwa 40 Leute da in diesem Kleintheater. Sie saßen an so ovalen Tischen. Und nach 20 Minuten aus Verlegenheit sagte ich, macht doch bitte so wie ihr da seid an diesen ovalen Tischen, besprecht mal die Heilmethoden von Jesus. Ich komme gleich zurück. Und dann bin ich auf die Toilette, kam erleichtert zurück. Und hatte da innerlich so den Impuls, was diese beiden jungen Frauen dort besprochen haben, das wird jetzt gerade wichtig sein. Okay. Und dann habe ich gefragt, wie ich sie auf Messen oder bei solchen Gelegenheiten einfach mache. Ja, jetzt nicht, ich habe irgendeinen Eindruck, jetzt ist MS dran, jetzt sind körperliche Schmerzen dran, sondern nein, einfach, wer ist hier krank oder chronische Schmerzen, möchte Heilung erfahren. Etwa 7 Hände gingen hoch und ich wusste, jetzt muss ich schauen. Das ist für mich, also so verstehe ich Salbung, Salböl, wo fließt der Heilige Geist. Da habe ich so den Eindruck, diese ältere Frau, ich habe den Eindruck, die wird als erstes geheilt. Jetzt wollte ich aber nicht wissen, was sie hat. Mich hat mehr interessiert, zuerst zu erfahren, was haben diese beiden Frauen besprochen. Also nicht fragen, was hat sie? Ja. Das ist ein spannender Ansatz. Normalerweise fragt man, was hast du, für was darf ich beten? Ja, genau. Aber du gehst auf den Eindruck des Heiligen Geistes zurück, den du zuvor hattest. Und was kam da raus? Und dann habe ich die Frauen gefragt, sagt die eine, ja, Jesus hat doch öfters Heilung zugesprochen. Und die andere sagt, ja, aber Handauflegung hat auch oft eine Rolle gespielt. Seid ihr bereit, das gerade anzuwenden? Ja. Die waren völlig überrascht. Wollten zuerst Nein sagen, aber haben sie sich bewundert, doch, ich mache mit. Ja. Und dann gingen wir zu dieser Frau rüber und dann habe ich gefragt, und was ist ihr Problem? Ich habe einen gebrochenen Fuß. Jetzt war es ganz spannend. Die erste Frau, die sagt, Heilung zu sprechen, frage ich, ja, wärst du bereit, das jetzt anzuwenden, was du vorhin gekriegt hast, als Inspiration vom Heiligen Geist? Was macht sie? Jesus Christus, ich lobe und preise dich. Sage, stopp. Lobpreis kannst du nachher machen. Heilung zu sprechen. Ja, genau. Ich musste dieses religiöse Muster durchbrechen. Ja. Es kam mir so vor, als würde sich jemand Mut zutrinken wollen durch Loben und Preisen. Ja, man geht wieder so einen Schritt zurück und denkt, ja, wie ich kann ja das jetzt nicht. Und ich beginne mal mit irgendwas. Und dann hat sie das gemacht und gesagt, okay, ich spreche dir jetzt Heilung zu im Namen von Jesus. Super. Sie war ganz erleichtert, sie hat gewacht, was sie mal vorgeschlagen hat ursprünglich. Ja. Und dann die zweite,
Welcher Fuß ist es? Ganz vorsichtig die Hand auf den Fuß. Die Augen geschlossen. Ernsthaft reingeschaut. Sie hat etwa 5 Worte gebetet, sage ich, stopp! Du kannst die Hand wieder wegnehmen. Vom Beten haben wir ja nicht, hast du nichts gesagt. Ja. Beten ist ja jetzt nicht dran. Das gesagte Eindruck war Handauflegung. Tatsache ist, 5 Minuten später hat die Frau, die zuvor einen gebrochenen Fuß hatte, vor Freude getanzt. Wow. Wow. Und versteht ihr, das war so mein, verstehst du, das war so mein Schlüsselerlebnis. Mhm. Ich habe gedacht, Moment, da ist mehr dahinter. Das hat dann dazu geführt, zu dem Erlebnis, das ich erzählte, in einem Workshop am Praise Camp, am 4. Workshop, da waren etwa 120, 130 Jugendliche, vielleicht waren es auch 100, ich habe nicht gezählt, aber die waren da und ich wusste, wenn da Personen jetzt einfach so scheinbar zufällig darüber austauschen, wie hat Jesus geheilt? Und ich erwarte, dass Jesus die Führung und Leitung übernimmt über diesen Anlass, auch über diese YouTube-Aufzeichnung. Dann übernimmt er die Verantwortung. Dann geschieht was. Das kann gar nicht sein, dass es nicht passiert. Und dann wurde ich eigentlich immer mutiger in diesem Bereich. Ich wusste, mein Auftrag ist ja, Leute zu trainieren. Und dann kam wieder raus hervor, ganz einfache Prinzipien. Damit will ich nicht sagen, wenn jemand eine besondere, ich sage jetzt prophetische Gabe hat oder Worte der Erkenntnis empfängt, braucht alles, was ihr von Gott habt. Ja, ja. Aber wenn jemand sagt, nein, das kann ich nicht, ich weiß nicht wie, wenn du schon eine Nachfolgerin, ein Nachfolger bist von Jesus, du kannst. Du musst nicht so weit suchen. Du kannst. Ja. Es ist viel naheliegender. Ich erinnere mich, als du in eine Landeskirche kamst, in Basel, die Gellerkirche, da hatte ich dich eingeladen, zum die Leute schulen. Und da war es, glaube ich, es ging, muss mich erinnern, es ging darum, was soll geheilt werden. Zuerst mussten wir hören, was soll geheilt werden. Und ich glaube, 2 oder 3 Leute hörten Tinnitus. Und dann hast du gefragt, ja, jetzt müssen wir fragen, wie soll geheilt werden? Weil dann geht man ja, rennt man los, wer hat Tinnitus? Und, und dann gab es noch die Diskussion natürlich, ja, muss man da nicht mit Öl salben? Ja, genau. Hast du alles ganz gut aufgefangen. Nicht, dass Ölsalben schlecht wäre, aber es war jetzt einfach nicht dran, weil der Heilige Geist gesagt hatte, an diesem Abend hat er gesagt, durch Finger in die Ohren halten. Und da hast du wieder betont, also, glaubt einfach, dass das Jesus tut, nur durch das Finger in die Ohren halten und nicht vorher das ganze Vaterunser beten und all das. Und ich weiß, dass an diesem Abend 2 Leute von Tinnitus geheilt wurden. Und das hat Daniel und mich dazu mal sehr inspiriert. Ich sage jetzt mal, wir können dich nicht kopieren, weil man hat auch so seinen eigenen Stil und seine eigene Salbung, um das Wort wieder zu nennen. Aber dennoch darf man immer auch mal über den Gartenzaun schauen und von anderen lernen. Und wir haben es noch so erlebt, Daniela und ich, dass wir doch relativ stark in dieser alten Schule waren. Und ach, das einfach alles ein bisschen lockerer nehmen. Und das tun, was man so bekommt. Und da sind wir natürlich beim Hören von Gottes Stimme, woher soll ich wissen, ob das Gott ist? Einfach mal ausprobieren. Naja, einfach genau. mal ausprobieren. Genau. Wie gehst du damit um, wenn die Leute sagen, ja, aber ich höre das nicht und ich weiß das nicht. Wie hilfst du diesen Leuten, dass sie da ein bisschen mutiger werden? Ich denke mal, es ist ganz wichtig, einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel zu wagen. Das heißt, viele, ich nehme mal an, es ist ein westliches Problem. Wir lernen in der Regel zuerst die Theorie und dann die Praxis. Wenn wir etwas tun wollen, wollen wir es in einer ganz hohen Superqualität machen. Und ich habe festgestellt, dass sehr oft genau dieser Anspruch, wir wollen sagen, wie es geht, häufig gerade im Weg steht. Ja. Und dann kommen noch irgendwelche religiösen Prägungen. Ich möchte das Beispiel noch zuerst einschieben. Ja, nur zu. Weil für mich war es ja auch ein Entwicklungsprozess. Was wir damals in der Gelderkirche gemacht haben, dort habe ich es noch umgekehrt gemacht. Zuerst hatte ich den Eindruck, welche Krankheiten sind da, mal hören. Ja. Nicht die Leute sagen, sondern wir möchten das wie sonst empfangen. Ja. In der Regel mache ich es umgekehrt. Zuerst
wie methodisch und dann erst interessieren uns die Krankheiten. Hat den Vorteil, dass wenn dann jemand schwer krank ist, dass man dann trotzdem schon weiß, wie. Weil genau. Ich meine, das ist ja auch ein europäisches Problem. Die meisten haben Mut. Für Kopfweh könnte ich schon mal versuchen zu beten. Aber für jemanden, der schwer Krebs hat, für den möchte ich... Ja, da geschieht ja etwas innerlich. Aber das finde ich jetzt ganz spannend, wenn du sagst, zuerst mal wie fragen, bevor ich frage, für was wir beten. Genau. Und das bringt einfach... sehr, sehr, sehr viele Vorteile in der Sache. Und für mich kommt es letztlich aus einem früheren Mangel. Aus einem? Einem Mangel. Ich habe die Leute bewundert, die stark prophetisch drauf waren. Ah, okay. Diese Worte der Erkenntnisse hatten. Ja, ja. War dann aber etwas irritiert, wenn doch Gott oder wenn Jesus viele oder alle heilen will, warum braucht man so einen Einstieg? Ja, für was? Über ja. ein Wort. Versteht ihr, das war so meine Frage. Frage ich manchmal auch, ja. Und dann, wie ich darauf gekommen bin, habe ich vorhin erzählt, in diesem kleinen Theater. Und da habe ich aber auch festgestellt, sehr oft sind es religiöse Muster, die im Wege stehen. Ich möchte das zeigen am Beispiel. Leute stehen sich manchmal im Weg, die einfach jetzt meinen, Gebet würde es richten. Das heißt, sie versuchen, irgendwelche Gebete dann anzuwenden und dann mache ich das manchmal zur Auflockerung, sage, ihr dürft alles außer beten, was macht ihr dann? Überlegt mal die Heilmethoden von Jesus und dann fällt auf, dass Jesus von diesen 41 Heilungsberichten, Heilungspassagen in den verschiedenen Evangelien, ein einziges Mal hat Jesus gebetet und im Gebet selber sogar ausgedrückt, dass nicht mal nötig wäre. Sondern nur für die Leute, damit sie etwas genau, haben. Beim Lazarus. Genau. Vater im Himmel, ich weiß, dass du mich immer hörst. Ich rede jetzt mit dir, damit die Umstehenden verstehen. Also er quasi im Gebet noch erklärt, was läuft. Genau. So wie ein Pastor, ein Pfarrer, der die Predigt nicht zu Ende bringen konnte in der Zeit und dann macht ein Schlussgebet und bringt noch den letzten Punkt. So. Im Gebet meine ich jetzt. Mhm. So, jetzt ist ganz eine besondere Sache. Und vor Jahren ist mir aufgefallen, dass teilweise das Beten krass im Wege stehen kann. Ich habe mal gelehrt, einen Abend lang in der Zentralschweiz über Heilung. Da gab es noch eine Pause. Und eine Pause, typische Situation, meldet sich eine Frau und sagt, oh, ich habe so Kratzen im Hals und es tut so weh und geht mir nicht gut und vielleicht kommt eine Grippe, könnt ihr für mich beten? Die Umstehenden, ja gern, machen wir. Alle sofort gedrückte Stimmung, Augen zu, Hand auf die Schulter und wollten schon irgendetwas, soll ich jetzt sagen, losjammern? Nein, beten wollten sie. Und ich hatte den Impuls, Moment mal kurz, darf ich? Mhm. Und da habe ich, wie geht's? Sie war geheilt. Ich musste eingreifen, bevor sie mit ihrem religiösen Theater beginnen. Ja, man kommt so in den Standard zurück, weil man hat es, und nicht, dass das nicht auch funktionieren könnte, aber man verkrampft sich dann etwas in die Art, das hat man fünfmal so gemacht, dann macht man es die nächsten 100 Mal so. Und ist gar nicht mehr offen für den Heiligen Geist. Genau. Ich bin voll für Beten und Fasten. Mhm. Von ganzem Herzen. Jesus sagt im Bergpredigt, betet im stillen Kämmerlein. Ja. Und wenn macht er nicht viele Worte? So wie die Heiden. Sondern klar überlegen, was wir wollen. Es kann durchaus mal auch Heilung geschehen durch Gebet. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ja, ja. Aber um in diese Methoden reinzukommen, die Jesus angewandt hat, habe ich gemerkt, es kann helfen, persönlich mal zu überlegen, was mache ich jetzt, wenn ich nicht beten dürfte? Yeah, yeah. Wenn ich jetzt die Methoden von Jesus anwenden würde. Und plötzlich kommen Dinge in den Sinn, aha, da wäre ja auch Heilung möglich auf Distanz. Da kommt eine Frau in ein Heilungsseminar in Basel und sagt, Herr Hari, können wir Fernheilung machen für meinen Vater? Lag während Monaten hauptsächlich im Bett bis Mittag. Die Mutter ist am Telefon. Wie geht's dem Papa? Ja, der ist gesund, dem geht's ganz gut. Der hat heute einen Baum gefällt. Wow.